So, da kommt die Restart. Zweite Map. In diesem BO3. Auch mal gucken, ob wir noch Inferno sehen. Würde mich ja eigentlich freuen. Einfach weil es ein sehr interessantes Duell ist hier. Von den beiden Teams. So, Getrite wurde eine USP gelegt. Der da außen, glaube ich, spottet. Das ist Getrite, der. Fries kann aber auch ansagen, dass der nicht vorkommt. Hat auch immer Angst vorm Felsen. Boah, Face ist schon vorne an am im Schlauch, macht er. Wird es überrannt. Boah, haben wir nur die nicht gerechnet. Boah, X ist mit dem Team. Oh, noch ein Teamfrag. Chaotenrunde. Tja, da muss selbst Robbern sollen. Boah, Getrite Gesicht Gux. So, letzte ist Fries am Cat. Kein Kit, wird abgeflecht. So, jetzt auch bekannt. Gehen beide. Schöne Entscheidung. Boah, Fries passt auf. Vereitelt, dass das da runtergegangen wird. So, hat er ein Kit? Boah, er spekuliert. Oh, wie geil von. Er hat jetzt ein Kit. Oh, wie geil von Getrite. Jetzt geh hoch. Geh hoch. Nein. No. Boah, sie out. Sie spekulieren sich gegenseitig aus. Ja. Oh, fast runtergeflogen. So, alle Vorteile bei Getrite. USP gegen USP. Minimaler HP-Vorteil bei Gerüste war alles und. So, zieh durch. Frage. Boah, Fries macht's mit 7 verfickten HP. Kommt aus dem Duell und Fnatic gewinnt die erste Pistole auf D-Nuke. Gute Frage, Raze. Habe ich mich auch schon gefragt, wo ich die angeguckt habe. Es ist, glaube ich, irgendein neues. Aber ich bin kein Rennspielexperte. Von daher müsste dir das mal jemand anderes beantworten. Kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Also, ich glaube nur, dass es ein recht neues ist. So viele wird es ja da auch nicht geben. Ich glaube, es gibt auch welche, die sich recht ähnlich sind. Aber naja. So, übrigens gar nicht bemerkt, SK hat sich gelegt. Zwei AKs am Start. Face und. Beide AKs sind auch raus. Face macht den First Strike. Delpan mit nächsten. Kerrigan hat da, glaube ich, auf dem Schacht gestanden. Cat kann abgeflecht werden. Oh, die Runde ist gut aus. So, verzweifelte Banks von. Die Runde ist gewonnen. Ich sehe nicht noch irgendwas anbrennen. Ja, und da safen sie auch direkt. Krass. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht. Moment mal kurz. Corpse Day, 9999. Nicht wirklich was verpasst, eigentlich gar nichts. Ich habe mal den Leichen-Timer hochgestellt. Das muss ich mal noch an der Config ändern, weil es echt ein bisschen blöd, wenn die Leichen so schnell weggehen. Wenn man selber spielt, ist es ganz gut, dass man irgendwie nicht abgelenkt wird. Alex, der Spruch wird alt. Geile Bank von Face. Kerrigan 113 AP. So, Gux stirbt. Kerrigan. Oh, Fries auf der Box. Schöne Posi. Schade, wurde nicht mit dem dritten belohnt. Getrite räumt damit ihm auf. Mit seinem zweiten auch noch. Und Zelpan. Krass. SK wirkt echt super stark. Also sie wirken nicht nur so, sondern die
zeigen es natürlich auch am Ergebnis. Fnatic muss jetzt auf jeden Fall auch zweimal sparen. Da springt Robban schon durch. Und vor ihm zieht dann das Mate einfach rum. Mit einem genau auch einem weiten Strafe. Aber gut. 3-1 und eigentlich müssen sie nochmal sparen. Ne? Okay, 4 unten gespielt. Fries sogar mit AWP. Direkt abgesmoked, krass. Wir wissen anscheinend, was abgeht, dass Fries da auf AWP spielt. Modi allerdings hat sehr geil gepusht, kann einen machen. Zweiten, sehr schön gemoved. Dritten macht er leider nicht. Getred bangt noch, hätte da vielleicht mal viel eher runterschieben sollen. So, ein Forest im 1-on-3. Fries noch mit der Awe ist unten. So, Forest hat jetzt ein 1-on-1. Gux macht's. Schöne Runde von Fnatic. Schön die AWP aber von SK aus dem Spiel genommen. Außen mit den Smokes. Da hat's da gesehen, die haben sich gar nicht gezeigt, sondern wussten genau, wo sie die Smokes hinwerfen müssen. Wussten genau, dass Fries dort an der Stelle sniped. Mal auf BSK mit Backrunde. Schön mit dem Spieler an der Leiter. Wer ist das? Assist. Lässt sich davon, wenn den Banks nicht beeindrucken. Schiebt es sogar auch nur mit zur Rampe. Keiner aus. Forest an dem Stein. Oh, Fries jetzt. Nein, schade. Fries verschießt. Das ist so krass, dass die übereinander Bescheid wissen. Teilweise die Moves und so. Also sie wissen, dass AWP außen ist. Was machen sie aus der Info? Wollen trotzdem über außen gehen. Interessante Pose von Fries. Hat da immer noch Angst, dass was über den Felsen kommt. Die Frage ist, ob Fries jetzt einen Frag kriegt oder Frag wird. Oh, da hat er gerade die Auswahl gehabt. Was wird ein Split? So, Modi ist an der Rampe. Fries schiebt runter. Robban noch an der Rampe. Zwei an der Rampe. Getred noch über Main. Boah, ist da einer am Schacht? Nee. Sie schieben sogar hoch. Boah, Getred hat jetzt einen Frag. LOL? Ah, da waren zwei hintereinander. Krass. Schöne Runde von Getright. Er hat sogar noch den dritten am Ende gemacht. Sauber gespielt von SK. Auch schön nochmal umgebaut, dass sie der Arbe nicht reinlaufen, sondern nochmal zurückschieben. Au. Na Mist. Jetzt Fnatic nochmal in der Eco. Ja, ich würde sie nicht abschreiben auf Nuke. Schöne Frags von Forest in der Echo. 5-2.
Schlechter Spawn bei SK. Guter Spawn bei den CTs. Oder? Ich glaube schon, ja. Also Exist spekuliert er wieder auf Banks. Das ist ja auch der Bang-Aufbau, glaube ich. Boah, super Gas von Robbern. Boah, schön geholfen von Exist. Sehr schöne Flashes. Da wollte man direkt Rampe durchgehen, den Fehler ausnutzen, aber Fnatic mit super Teamplay. Schöner Strafe von FaZe. Schön gemoved von Gux. Und Fnatic bleibt doch noch ran. Dran. Kerrigan erst mit einem Frag. Oh, das ist der bessere Spawn bei SK und der schlechtere bei Fnatic. Gleich so ein verzögerten Halle-Go. Jetzt kommen die Flashes. Oh nein, da wird ein bisschen was verworfen. Oh Gott, bitte für SK. FaZe räumt aber erstmal in der Halle auf. Noch 7 HP. Main ist drin. Oh Gott. 7 und 9 HP. Oh je. Und tschüss, FaZe. Getrade hat die Bombe, ist unten. So, checken jetzt die Halle. Get right. Ah, mit denen wenig HP. Oh Gott, er riskiert was. Schiebt hinten rum über den Schacht. Einzige Chance für ihn, die er hier noch sieht, die Runde zu holen. Oh, ein Stop Forest. Hat er das gemerkt? Oh Gott. Nein. Oh. Aber super gedacht von Getrides, wäre fast aufgegangen. Schön gemacht. Hätte ich glaube, hätte er den Schacht mit Messer aufgemacht. Ah, wer weiß, ob Forrester direkt hochgeguckt hätte. War es natürlich auch schwierig, da daran zu denken. Und der Go wäre, also muss ich nochmal überlegen, da wurden ziemlich viele Granaten vorgeworfen. Denn der Box war, glaube ich, sogar blind. Also der Go lief nicht perfekt. Den wird man später wahrscheinlich nochmal sehen. So, das ist Main-Doppel. Einer am Todi, einer in der Main. Der sich dann wahrscheinlich direkt reinziehen wird. Fnatic hat auf jeden Fall den richtigen Riecher, dass da außen was geht. Wer ist denn da in der Main? Gux. Ich wollte eigentlich auf ihn auch gehen.